Dann ist Okay, entweder genau. dieses oder das. So, dann läuft Das die ist Aufnahme der. wieder. Wir wechseln zu Mira, finden raus, ich zitiere, dass es scheiße ist und wechseln wieder zurück. Gut, Genau. perfekt. Dann machen wir das genau so. Wir sind hier nicht in Hide and Seek. Also. Ja, wir sind jedenfalls wieder zurück bei Among Us und ja, wie ich es gerade gesagt habe, Mira, let's go. Gibt nicht viel zu erklären Viel dazu. Spaß, viel Vergnügen, lasst ein Like da und so weiter. Wie wird die Glocke? Ich bin jetzt wieder Shapeshifter. Jetzt komm. Klickt auf den roten Knopf. Also, er ist schon mal nicht Shapeshifter. Auf den Kill-Button? Scheiße. Okay. Großartig, dass ich in dieser Map Imposter sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. So, ich habe vor allem keine Ahnung mehr, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Scheiß drauf. Beenden wir es einfach ganz schnell. Ich hab keine Ahnung mehr, was es hier für Tasks gibt. Ich kann es halt nicht erzählen. Ich kann halt nichts zu Tasks hier erzählen. Das ist richtiger Müll. Wenn man mich hier irgendwas fragt. Hier war. Doch, hier war irgendwas mit so Büchern. Ah, was war denn hier? Hier war irgend. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Was gibt's denn hier für Tasks? Ist es Y-Wing? Okay, Y-Wing kriege ich hin. Enter ID-Code. Divert Power to Admin. Fuel Engines. Empty Garbage. Buy Beverage. Okay. In der Cafeteria den Müll raus. Wo ist der? Ah, hier. Okay, so ein Mülltask gibt's hier. Gut, gut, gut. Und Xehan hier killen ist strategisch wichtig, weil der guckt sonst immer die ganze Zeit auf die Dinger drauf. So wie er hier. Scheiße. Oh nee, was tu ich? Aber ich brauche nur noch einen Kill. Wenn die jetzt nicht entdeckt werden in der Zeit, was sehr unwahrscheinlich ist, könnte das gut gehen. Aber dafür dürfen die nicht entdeckt werden. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich mache hier einen Task. Es gibt hier einen Task? Keine Ahnung. Ich mache den Task hier in der Mitte. Ist vielleicht besser, ich mache den Task hier in der Mitte. Okay, jetzt. Mist! Ich bin hier Scientist. Ich habe gesehen, dass Xian schon seit ungefähr 40, 50 Sekunden tot ist und dass Benny auch gerade eben gestorben ist. Ja. Okay, aber du kannst nicht Ich sagen, wo habe sie sind. ganz zum Ende gesehen, dass Rasierer bei mir ist und er kann sich, glaube ich, eigentlich nur zu mir gewendet haben. Weiß, dass Benny Ingenieur war, weil er hat sich weggewendet von mir. Okay. Aber mit der Info könnt ihr jetzt nichts anfangen, weil er Aber ist wenn, tot. okay, aber Aber wenn du bist Benny nicht schon. Ingenieur, sagst Zwei. Ich du. bin nicht Ingenieur, nee, ich bin im Labor. Aber Ich war zwei die können ganze nicht Zeit im gleichzeitig Labor. Engineer sein. Das geht ja nicht, nee. Die ganze Zeit in der Labor. Ich weiß nicht, ob ich dich da gesehen habe. So, jetzt habe ich die Kristalle gemacht, davor habe ich. Rasierer, du hast schon irgendwas gewotet. Was hast du jetzt gewotet? Ich habe Conan Kun 88 gewotet. Dann sag mal, Conan, Q88, wo warst du denn? Ich war Cafeteria, hab da den Müll entleert und bin jetzt hoch zu diesem Gartendingens da. Ich weiß nicht, wie es heißt. Greenhouse, wo die ganzen Pflanzen sind. Okay. Was für Tasks hast du denn schon gemacht? Ich hab den Müll entleert. Ich hab. Was gibt's noch oben bei Greenhouse? Was gibt's denn da? Kennt sich da wer nicht aus? Nee. Sag mal, Conne, wie lange bist du schon bei Greenhouse? Nicht sonderlich lange. Okay. Du hast ja Aber keine in der Leiche Mitte da gesehen in der blinkt eine Nähe. Task auf. Ich weiß nicht, was das ist. Weil dann glaube ich, rasiere doch ein bisschen mehr als dir, weil. Und Benny war in Office das letzte Mal, als ich ihn gesehen am habe. Anfang war ich bei Med Bay auf diesem Ding. Das dauert eine Weile, da rumzustehen. Auf diesem. Oh, dieser Scanner da Genau. oder was das ist. Ich guck mal. Aber gehe ich jetzt in der Annahme, dass ihr mich beide gewotet habt? Das ist korrekt. Ja gut, dann ist die Runde ja eh durch. GG. Alter. Ich hab Ab demnächst. genau das habe ich zu den Zuschauern gesagt. Ich habe keine Ahnung, was es hier für Tasks gibt, ne? Wenn die mich fragen, was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja. Also ab demnächst spiele ich, fange ich an, die Runden wie Hide and Seek zu spielen. Ja, sorry, Xehan.
Ich wollte es schnell hinter mich bringen. Ich möchte auf Mira nicht Imposter sein. Ich dachte, ich kann schnell hinter mich bringen, aber naja. Naja. Ängste. Und dich musste ich relativ schnell trotzdem killen, weil du bist derjenige, der hier strategisch auf diese ganzen Points guckt, wo die Leute rumlaufen. Das geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Stimmt, ja. So, aber vielleicht darfst du es ja jetzt machen als Nächste. Vielleicht verschone ich den Poster ja jetzt als Nächstes. Wir werden sehen. So, ich bin es jedenfalls schon mal nicht. Okay, wir haben direkt hier was zu tun. Es ist wichtig, dass wir Mira spielen. Ich muss lernen, was es hier für Tasks gibt. Ey, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. So, hier ist was. Okay, einfach Wyoming, scheiße. Ich hätte einfach sagen sollen, ich habe da und da Wyoming. Oh Mann, aber ich weiß halt auch nicht, wo diese Dinger sind. Das ist dann auch wieder komisch. Hier ist das nächste Wyoming, okay. Moin. Okay, das gibt's hier auch ganz normal, klassischer Shit. Der letzte Y-Wing. Ach, den Kristall zusammensetzen, richtig, das hatte ich doch vorhin sogar. In Dings. Das hätte ich mir doch mal merken können. Mann. Aber da war ich halt auch überhaupt nicht. Also das hätte man jetzt nicht mehr... Hä, was ist denn jetzt los? Okay, wo muss ich dafür hin? Wo muss ich das umstellen? Okay, wurde scheinbar erledigt. Toll. Aber es müssten doch mittlerweile... Ich drücke. Ganz ehrlich, ich drücke. Gerade dauert mir zu lange Bestandsaufnahme, was hier los ist. Okay. Ich wollte ihn gerade reporten. Benny lag vor dem Doorlock. Okay. Ich bin nicht länger als 5 Sekunden da. Mit Benny und Rasira war ich eine Zeit lang zusammen in Reaktor und Laboratory. Aber dann während des Alarms haben wir uns schon aufgeteilt. Also kann ich nicht mehr viel mehr danach dazu sagen. Ich bin mittlerweile in Cafeteria. Okay. Und kann sagen, was für Tasks ich gemacht habe. Ich habe den Kristall zusammengesetzt im Labor. Ja. Anker Scheiß. Ich mache Wiring-Tasks. Und am Anfang habe ich den Kanister aufgefüllt im Launchpad. Wow. Ich war gerade auf dem Weg zurück nach Launchpad, weil ich da die eine Task immer bestätigen musste. Und ich bin gerade im Launchpad. Okay. Mir kam einer... Irgendjemand kam mir von oben entgegen, als ich Richtung Cafeteria bin. Wer war das denn? Kam jemand aus Richtung Office Admin Greenhouse? Das dürfte Reggie gewesen sein. Ach so, ja, ich habe ja die O2 da. Das habe ich gemacht. Okay. Ich habe mich nämlich wieder an mein berühmtes Doorlock gestellt und Reggie ist einmal von oben nach unten rechts gegangen. Ja, okay, das ergibt Sinn. Ja, stimmt. Conan war da, ja. Ich hatte mit Reggie zuletzt O2 gefixt und als ich dann wieder zum Doorlock gehen wollte, lag Benny da. Okay. Also der war vorher noch nicht da. Ich war halt beim Doorlock und dann ist O2 gecallt worden, dann bin ich quasi auch hochgelaufen, dann bin ich wieder zurückgegangen und dann ist in der Zwischenzeit Benny da aufgetaucht und da gestorben. Okay. Deswegen gehe ich gehe aktuell davon aus, dass es wahrscheinlich nicht Reggie war, weil der ja, wie gesagt, mit mir bei O2 war, aber sicher dann, ist es nicht. Dann bliebe nur Rasierer. Ja. Nein. Ja, aus meiner Sicht. Also wenn ich ihm was Xehanort, wenn das stimmt, was Xehanort sagt, dann bleibt es für mich nur Conan. Ja, aber ich habe den zweiten O2 gefixt. Ja, verstehe ich, dass du das so sagst, aber... Und dann bin ich weiter nach unten gegangen, bin Scientist, habe auf das Ding geschaut, als waren alle am Leben. Ich habe die Anomalie gewählt bei der Startrampe, danach war er tot. Deswegen weiß ich, dass er vor 5 Sekunden gestorben ist. Okay, aber für mich... kann ja ich nicht bleiben, weil ich ja weiß, dass ich es nicht bin. So. Aber, ja gut, also... Nee, verstehe ich deine Sichtweise. Die Argumentation ist auf jeden Fall schlüssig. Aber ich weiß ja auch, dass ich es nicht bin. Da bin ich mir nicht so sicher.
Okay, so, ich muss hoch zu Admin und lernen, was es da für Tasks noch gibt. Ach so, ja, die Karte hier auch wieder. Das hätte ich einfach vorhin sagen können, das stand doch sogar da oben, Admin-ID. Das ist das Ding. Ach, das ist auch nur wieder ein Wyoming, oder? Ach, das ist dieses Lichtding. Oh, lol. Dann habe ich jetzt alle Tasks durch, ja? Chillig. Na, ich hasse. Jetzt. Okay. Okay, machen wir es kurz, das ist Rasierer. Hey, Lava, kein Müll, warum? Du bist ganz kurz stehen geblieben und dann ist der Komms ausgefallen. Nee, 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 nee. Ah, das finde ich Mitten schwierig. Das... in der Bewegung, nee, mitten in der Bewegung. Und genau in dem Moment, wo er wieder losgegangen ist, ist Komms ausgefallen. Also das war schon. Das hat Dann schon war zu das nur stark gepasst. ungünstiger Zufall, aber. Nee, 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 nee. Mich hat's nur gewundert, warum du wieder zurückgegangen bist. Ja, weil Weil. ich War bin eine zurückgegangen. Task, du wolltest hingehen und bist dann weggegangen. Und ich bin da an die Task hin, aber. Ja, ich bin zurückgegangen, weil Koms ausgefallen ist und ich Koms fixen wollte. Aber da habe ich es mir doch nochmal anders überlegt, weil ich dann ge realisiert habe, dass du das wahrscheinlich gecallt hast und bin dann direkt stattdessen direkt Also lieber zum Button Rasierer war gegangen. tatsächlich jetzt bei mir oben, als ich Comms gefixt habe. Vielleicht hätte er was gemacht, wenn du jetzt nicht den Emergency-Button gedrückt hast. Das weiß ich nicht, aber ich habe ihn jedenfalls Ich hätte mal nichts machen können, weil ich habe ja noch Kill-Cooldown. mehrmals bei mir gesehen. Ja, also ich bleibe bei meiner Meinung. Ich glaube, das ist Rasierer. Okay. Ich glaub's nicht. Reggie, wie siehst du das? Ich weiß nicht, also ich fände es ein bisschen komisch, dass das Xeon von Communications wieder abgehauen ist. Muss man da zwei Ich Sachen habe halt auch machen? so ein bisschen gerade das Genau. Problem, dass Da ich. müssen zwei gleichzeitig den Code eingeben. Ach so, okay. Was bei Communications? Nee, das ist Quatsch. Das ist doch wieder nur dieses Radio-Ding. Nee, nee, das ist mit dem Code. 17883 war der Code. Ja, Was? ich bin gerade in Echt? Communications reingegangen, weil ich das fixen wollte. Der Code ändert sich doch ständig. Das Ja, ist eben mit genau, dem der ändert Moment, sich alle. das ist 15 auf der Map, Sekunden. das ist auf der Map hier mit dem Code krass. Ja, ich hab mich schon Also ich gefreut, musste weil den ich finde Code diesen eingeben, Regler viel ja. Ich schwieriger. musste den Code eingeben, aber dann läuft so eine Zeit runter und wenn man den Code in der Zeit nicht eingibt, kommt der nächste Code. Ja, Ach genau. krass. Krass, okay, Wir müssen das zwei wusste ich Stellen nicht. gleichzeitig annehmen und einer ist in Admin, wo ich war. Oder im Ja, okay, Büro, meine ich. Entschuldigung. das wusste ich nicht, warum, weil man das so selten spielt, sorry. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich bin übrigens mit Tasks durch, also mir ist egal, wie wir weitermachen. Ich muss noch. Ich bin durch. Kann ja jetzt, an wen halte ich mich denn jetzt? Wen beschützen wir Ach, denn mal? Ich find die Argumentation ein bisschen schwierig, weil das. Nur, dass man stehen bleibt und dann passiert was. Also, das macht man ja normalerweise auch beim Laufen. Wir sind doch mittlerweile so gut, dass wir sowas beim Laufen hinkriegen, oder nicht? Ich kann ja mal. Oh, ich hab die Idee. Wo sind denn hier die Vitals? Ah, shit, sind die da bei Laboratory? Das wäre nicht so geil. Oder kann ich. Ist das bei Admin dieses ganze Ding? Was ist denn jetzt los? Wir sind jetzt. Wieso ist er schon weg? Hä? Hä? Ach, weil man die selber aufmachen muss, oder was? Okay. Oha! Alle drei auf einen Haufen. Okay. Dann bleiben wir drei jetzt zusammen. Wie wär's? Wir bleiben zusammen einfach. Und nichts kann passieren. Aber habt ihr noch Tasks? Ihr müsst ja noch Tasks haben. Jetzt stehen wir hier. Habt ihr alle keine Tasks mehr? Haben nur noch die toten Tasks? Wie kann ich streicheln? Perfekt. Oder macht Rasierer jetzt noch Tasks? Und der ist es nicht. Aber theoretisch könnten wir Tasks gewinnen, wenn wir jetzt hier.
Ah, jetzt werden wieder aufgeteilt. Okay, er ist natürlich smart. Jetzt wurden wir wieder aufgeteilt. Das ist eine Scheiße. No! Okay, das ist jetzt. Hier ist es. Das ist jetzt interessant. Ja, also, fand ich auch, weil ich damit nicht gerechnet habe, aber. Also, ich bin eben noch weggegangen, da hat Xia noch gelebt. Ja, wir waren jetzt zu dritt zusammen. Ja, eben. Und ich bin zurückgegangen, weil ich auf dem Weg geschaut habe. Rasierer, was hast du so die letzten. Rasierer, was hast du so die letzten Minuten gemacht? Ich habe meine letzten zwei Wiring-Tasks gemacht. Ich habe in den Admin-Panel gesehen, dass ihr drei alle zusammen wart. Eine ziemlich lange Zeit im Labor. Wir standen im Labor Decon zusammen, richtig. Und in der Umkleide auch noch. Also, in der, wie heißt das jetzt? Ja, Umkleide heißt das. Dann kam der Alarm. Ich bin instant zu O2 gegangen, weil ich ja eh schon in Admin war. Dann kamen noch Reggie und Xehanort. Ich gehe weg, weil ich gefixt habe. Hinterher kommt Xehanort und dann Reggie. Dann schaue ich nochmal kurz im Gang auf die Vitals. Sehe Xehanort ist tot. Bin zurückgegangen und dann ist der Reggie halt von der Leiche weggegangen. Ja, also meine Geschichte ist halt, wir drei waren halt quasi die ganze Zeit zusammen. Dann haben wir uns getrennt da in der Mitte. Dann bin ich halt mit Xehanort zu O2 gegangen. Der war auch Rasierer. Dann bin ich zurückgegangen. Rasierer ist auch zuerst mitgekommen. Dann hat er sich umgedreht. Und ja. Was ich mich gerade frage ist, wer hat denn jetzt noch Tasks? Weil wir sind fast. Nicht. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Rasira, hast du noch welche? Nö. Xian darf auch keine mehr haben, weil sonst würde Xian nicht mit uns in der Küche rumstehen, im Labor die ganze Zeit rumstehen und nichts tun. Dann müsste Benny als Geist vielleicht noch welche haben, aber das ist zu riskant, das jetzt auslaufen zu lassen. Ja. Ach, scheiße, ich werde mich. Oh, ich hasse das. Vorhin hat Xian dich verdächtigt, Rasierer, wegen dem Stehenbleiben. Er wird jetzt in den Arsch beißen, ja, dass er das getan hat. Ich vote Reggie. Dankeschön. Okay. Die Option wäre natürlich auch noch Shapeshifter Conan, aber das ist habe ich jetzt mal ausgeschlossen. Das ist ich komplett falsch. Ich fand halt dieses Stehenbleiben fand ich zu schwammig. Also, weil. Nee, also du hast es nicht gesehen, Conan. Der ist wirklich original irgendwie 200 Millisekunden stehen geblieben und genau in dem Moment ist Comms ausgefallen. Ja, das glaube ich, aber wir sind doch mittlerweile so gute Spieler, dass wir das im Lauf machen. Bleibt und dann ja, aber es. Ach, das war schon. Tut mir leid, das war viel zu auffällig. Aber okay. War halt Zufall. I know. I see. Ja. Ihr habt dich durchgehend probiert zu safen. Ja, alles gut. Benny, hattest du jetzt noch Tasks übrig? Ja. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil ein Schutzengel alle verfolgt hat. Okay. Ja. Wir mussten noch einmal Wires machen. Also ja, ich war die Task, während ich Cooldown hatte. Das sah halt dermaßen klar aus für mich, dass ich dachte, ja, okay, gut, das ist jetzt Rasierer und der kann es nicht killen, weil wir zu dritt rumstehen. Und dann wollte ich es am Ende noch mal ein bisschen spicier machen. Und hab dann gedacht, ich laufe ihm mal in die Arme, um gekillt zu werden oder so. Ja, und dann hatte ich Reggie gekillt. Ja. Was hast du in dem Moment gedacht, wo dich Reggie gekillt hat? Nicht viel. Ich hab mal gedacht, ja gut. Ich hab sogar noch kurz gedacht, Rasierer ist bestimmt Shapeshifter. Ah, okay. Nee, ja, sorry, das war halt für mich absolut klar, also mit dem Stehenbleiben. Aber gut. Ja gut, ich habe allgemein Probleme mit der Handysteuerung, also. Ja, alles gut, es hat nur zeitlich wirklich exakt gepasst, also. Da bin ich nur froh, dass ich nicht darauf komplett jetzt, also weil es war schon schwierig. Bei mir hat es erst ein paar Sekunden gebraucht, um einen Klick zu machen, dass ich überhaupt eine Chance hatte, eigentlich noch mich rauszureden. Gerade weil Xehan ihn so hart verdächtigt hat. Ja, also das war auch mein Problem, ich dachte mir so, na, Hilfe. Warum sollte der Imposter, wenn es Rasierer ist, der weiß ja gar nicht, dass wir drei theoretisch zusammen sind, uns jetzt noch versuchen, so auseinanderzubringen. Also dieses O2 war ja ein eindeutiger Versuch, uns drei auseinanderzubringen. Und es konnte eigentlich nur jemand von den dreien sein.
zusammen. Ich hab Tour gemacht, einfach um was zu machen. Hey, aber nicht war unbedingt, schön, oder? War schön, außer mein Haus hier zu streicheln. Gruppenstreicheln im Labor war schön. Ja. Okay. Next. Aber ich dachte echt, am Ende habe ich dich, aber okay. Ich war sehr unsicher, aber die Unsicherheit kam halt vor allem daher, dass das Rasierer so von Xeran verdächtigt wurde, aber das war halt nur wegen dem Stehenbleiben und das hat mir nicht gereicht. Okay. Aber gut, noch eine Runde Mira oder wechseln? Eine können wir nochmal. Noch eine Runde Mira, ja. Okay, dann Mira. Okay. Danach's Geld. Jo. So. Es geht direkt hier los. Wir füllen wieder auf. Und Madbay ist diesmal auch dabei tatsächlich. Was ich vorhin noch so gefaked habe. So. Und dann das erste Y-Wing. Y-Wing, Y-Wing, coming. Na! Ich hab vorhin Calling gesungen, ne? Das ist natürlich Schwachsinn. Rumbling, it's coming. So. Gott, ich kann's nicht erwarten, die letzte Staffel von. Also den letzten Teil der letzten Staffel von Attack on Titan zu gucken. Aber ich werde nicht drüber reden, keine Sorge. Ich werde nicht drüber reden, weil ist mir klar, dass es Leute gibt, die das entweder noch nie gesehen haben. Also ich werde auf jeden Fall nicht spoilern, keine Sorge. Und es noch vorhaben, das zu gucken irgendwann. Sean ist hier. Die anderen zwei. Okay, ich habe nur noch da oben jetzt mein Zeug. Azira ist hier. Benny ist hier. Ach, diese Scheißkarte. Okay, und dann ist nur noch das letzte Y... Ach nee, hier ist noch Y-Wing, ne? Aber dann sollte ich meine Tasks haben, korrekt? Ja, ich bin fertig. Ich bin komplett fertig. Dann bleibe ich jetzt einfach bei Rasierer. I don't care, ich bleib bei dir. Lauf doch weiter, ich bin fertig. Wir müssen über Task gewinnen, wenn es so weitergeht. Ah. Okay, einer geht runter, einer geht hoch. Ah, das ist halt dumm, so wird man getrennt. Ja, ich verstehe schon. Hä, wo ist denn das? Wo muss... Hä? Ach so. Geht okay, ganz schnell wieder hoch zu Rasierer. Reggie? Okay, beide... Okay. Rasierer lebt noch, das ist gut. Ist schon jemand tot, ist die Frage. Nee, es sind noch... Ah, wobei? Bin ich so sicher. Kann ich das hier noch sehen? Gibt's hier... Nee, Vitals sind woanders, ne? Nice. Oh lol. Ich war der Letzte, der noch Tast hatte. Uff. Nice. Oh lol. Ja, okay, habe ich die Runde wahrscheinlich hinausgezögert, weil ich stand die ganze Zeit am Doorlock und hatte noch einen Task und hab den nicht gemacht. Ich fand's erstaunlich, wie oft ich Xeran begegnet bin in deiner Mitte. Es war Rasierer! Ja. Du hast mich nicht gekillt? Nee, ich hatte keine passende Situation. Ich bin dir hinterhergelaufen.
Ich Als weiß. Ich fertig war, ich dachte, jetzt halte ich mir einfach ein bisschen an Rasierer. Mach mal ein bisschen Spaziergang. Ich wollte mir sicher das Alibi sichern, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Mach mal ein bisschen Spaziergang und dann, du hast mich nicht gekillt, als wir alleine waren. Okay, interessant. Ja, Reggie, ich war so oft in der Mitte, weil ich immer wieder zum Doorlock zurückgerannt bin. Was ich übrigens interessant finde, ich weiß nicht, warum das so war. Ich habe einmal, also Conan war mit mir quasi nach unten links gegangen. Als ich aufs Doorlock geguckt habe, ist Conan da nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich, wenn man zu zweit über den, also ziemlich genau gleichzeitig über den Strich geht, dass der nur einen von beiden registriert. Hab ich auch noch nie gesehen, also ich konnte das auch nicht erklären, aber ich habe dich ja darüber gehen sehen, also du bist da ja auf jeden Fall lang gegangen. Ja. Komisch, naja. Später bist du ja noch aufgetaucht, also das war nur in der einen Instanz irgendwie nicht. Okay, ja, naja. Gut. Ja, vielleicht ist es so ein Ding, dass wenn man es wirklich gleichzeitig macht. Ja. So, Ratchet von Skeld gesagt, ne? Ja. Okay. Ist drin. Achso, dann müssen wir die Tasten wieder ein bisschen erhöhen. Zack. Okay. Let's go. So, mute. Zack. Let's go. Krumat, mal wieder. In der Rolle des Krumats. Oh, gleich zwei Geschichten hier oben. Warum nicht? Habe ich auf dem Weg noch? Ja, komm, machen wir es mal. Machen wir erstmal außenrum den ganzen Quatsch. Oha. Die kann sich porten. Jupp. Alle auf einem Haufen. Auch interessant. Warum die da Kristalle übrigens rausschmeißen, verstehe ich nicht. Ich würde die behalten. Aber gut. Scheint nicht so wichtig zu sein. So. What? Los. Wo liegt er denn? Okay, also ich erzähle einfach mal, was ich gesehen habe. Kurz vor Admin, also am Eingang zu Admin, habe ich gerade gesehen, wie Benny Reggie gekillt hat. Hä? Nee, ich bin vor Electrical. Ich habe euch, wir waren zu viert oder fünft in Admin. Ja. Dann habe ich Upload und Karte gemacht. Genau, habe ich auch gesehen. Bist du mit Reggie und Conan, glaube ich, übrig geblieben und genau. Runter zu Electrical. Genau, ich hatte gesehen, wie du den Download gemacht hast in Navigation und dann den Upload in Admin. Da habe ich selber den Upload in Admin gemacht, und als ich gerade fertig war, habe ich gesehen, wie du oder jemand, der so aussah wie du, Reggie einfach im Eingang gekillt hat. Ja, dann war es Shapeshifter. Okay. Entweder das oder jemand anders. Ja, das ehrlich gesagt, glaube ich dir sogar fast, weil das erschien mir ein bisschen sehr offensichtlich. Ja. Mehr habe ich nicht. Hm. Ich habe einmal ganz kurz waren wir alle, glaube ich, in Navigation gewesen. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe nichts. Okay, naja, du hast eigentlich schon einiges gesagt, ja. Okay. Ich hatte leider auch nichts gesehen, weil durch das Download-Fenster siehst du halt nichts. Okay, also entweder Shapeshifter oder Benny. Oder Benny ist auch noch als Shapeshifter zusätzlich unterwegs. Ja, nicht auszuschließen. So. Also, neuer Versuch, den Upload durchzuführen. Habe ich die Karte auch, weil Rasierer da? Ja, natürlich. Auch.
was hier gerade so schön geht. Ach, komm schon. Okay. So, das letzte Y-Wing ist hier oben. Und dann haben wir nur noch in Electrical was. Ah, allerdings ist das Divert Power, also wieder zwei Sachen auf einmal. Crazy. Okay, zu Navigation. Ja. Da muss ich bei Navigation noch einen Schalter umlegen und dann bin ich durch mit Tasks. Dann würde ich mich ganz schnell zu den Dings begeben. Vitals. So. Wo sind die Vitals? Sind die bei Medbay? Okay. Ja, okay. Ich glaub's euch ja, dass es ein Shapeshifter ist. Ich habe gerade gesehen, wie Benny gekillt hat. Damit wäre das eindeutig. Ja. Dann bliebe nur Rasierer. Ich habe aber keine Ahnung, wer es ist. Also. Hä, was ist bliebe nur Rasierer? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, ich habe für den ersten Mord ein Alibi. Das stimmt. Also aus meiner Sicht. Okay, der Punkt ist valide, ja. Das ist absolut valide, also Conan kann es nicht sein. Hä, wenn wir jetzt alle drei nicht sind, sind wir dann alle Pazifisten und sie haben sich selber umgebracht? Nee, Rasierer. Okay, also okay. Aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall Rasierer. Ja, Tito. Aus meiner auch. Okay, gut. Er wehrt sich nicht mal, ja gut, okay. Ah, ja. Ja gut, okay. Was ist jetzt? Genau, dann wenn ich sehe, dass es zwei Bennys gibt, dann werde ich getötet. Und ich bin schon der Einzige gewesen, der gesehen hat, dass es zwei Bennys gibt. Ja, okay. Okay, ergibt Sinn. Ich war genau zwischen beiden. Dann ergibt es Sinn, warum der Kill so offensichtlich war, weil er dich umbringen musste. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist doch klar, dass wenn man sich shapeshiftet, dass man doch immer so einfach tut, als würde man nicht auffällig machen. Ja, und eigentlich ist es... Also, man möchte ja auffällig killen, wenn man Shapeshifter ist. Ja. Genau, das meinte ich. Und dann auch wieder gegen einen verwenden. Mann, sie können keinen Cube-Hunter. Und ihr hättet eigentlich auch wissen können, dass ich's bin, weil ihr halt eh alle da geschimmelt habt und ich der Einzige war, der da nicht war. Sondern das stimmt. Wir waren alle. Aber du hast dich jetzt gerade, zumindest zu Beginn der Runde, ziemlich unverdächtig verhalten. Deswegen bin ich eigentlich von dir wieder abgekommen. Wenn jetzt nicht der Report in der Art und Weise gekommen wäre, dann wäre ich nicht sofort auf dich gegangen. Aber das stimmt eigentlich. Wir waren alle zusammen in Navigation gewesen und als wir in Admin waren, waren wir dann plötzlich nur zu viert. Und da fehlte nämlich Rasierer. Stimmt, ja. Mhm. So ist es. Ja, gut. Es läuft doch. Ich würde gerne noch mal eine Runde impostern, aber allzu viele Runden werden wir nicht mehr haben für den Part. Und ich denke, noch ein Part nehmen wir auch nicht auf. Aber mal gucken. Blub, 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 blub. So, zack. Natürlich die Admin-Karte wieder. Aber der Download ist eh auch da. Ah, weiß jetzt nicht, wo der Download herkommt. Ist der Download dabei? Steht er an der Seite? Divert Power steht dort. Ja, doch, Download ist auch dabei. Ja, egal. Dann später. Wir machen erstmal die Karte. So. Da oben ist... Okay, da guckt gerade einer auf die Kamera. Na. Electrical, dann kann ich gleich die Lights mitfixen. Okay, kann ich die Lights mitfixen. Wurde schon Elixian und hinterher Dings. Okay, Benny. Jetzt wird's aber gefährlich. Ach, hier ist der Download. Okay. Hier kommt der her. Ich hab's befürchtet.
Ja, schon gut. Okay. Bitte bin ich der Einzige. Okay, sehr gut. Immerhin bin ich der Einzige. Der lag in Electrical auf dem Vent. Okay. Wie lange der tot ist, weiß ich nicht. Ich habe den länger nicht gesehen. Ich habe ihn vor 15 Sekunden oder so noch gesehen bei Storage App in die Ecke. Ja. Kurz bevor ich dir begegnet bin, meine ich. Also Na, ich bin jetzt gerade in 15 Navigation Sekunden und gerade könnte mit meinem Task hinkommen. gefunden, Das fertig kann nicht, geworden. Entschuldigung, das kann nicht sein. Also wir hatten uns Zeitgefühl von gesehen, Veggie ist bevor die interessant. Tür zugegangen ist. Welche Tür? Okay, in Storage waren alle Türen zu, deswegen kam ich nicht nach Storage rein. Ich stand eine ganze Weile außen, weil ich nur noch nach Storage und Electrical rein musste für Tasks. Also ich habe da einfach gewartet, weil ich musste da halt durch. Und dann war die Tür wieder aufgegangen. Ich hatte kurz in Storage geguckt, da war niemand mehr. Hab dann refueled und bin in den Electrical reingegangen und da war Conan tot. Und in der Zwischenzeit ist O2 gecallt worden. Also wir haben uns mit ziemlicher Sicherheit davor gesehen. Und das ist auch schon ziemlich lange her wieder. Das ist schon fast eine Minute her gewesen. Ja, ich glaube auch, das C5, ich glaube, das ist wieder mein Zeitgefühl einfach. Also ich habe in Ja. Navigation habe ich 3 Tasks gemacht. Das waren schnelle Tasks, aber muss doch schon ein bisschen was her sein. Ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so, aber dein Zeitgefühl ist echt mies. Ja, ich merk's. Ich merk's selbst. Okay, also aber du hast den, also es bleibt ja trotzdem der Fakt, du hast den noch gesehen, ja? Ja. Okay. Das heißt also, er ist dann wahrscheinlich nach links rausgegangen. Bist du ja noch in Storage geblieben, nachdem du ihn gesehen hast, oder wo warst du dann hingegangen? Nee, ich bin zu Navigation gegangen quasi direkt Du bist und zur Navigation gegangen. Okay, du bist zur Navigation gegangen, also Conan ist nach links. nee, in Communications hatte ich eine Task, in Steals hatte ich eine Task und dann nicht bei Okay. Navigation. Okay, Jetzt bin ich aber durch. okay, das heißt aber, du bist nach Storage nach rechts rausgegangen, dann sind wahrscheinlich die Türen zugegangen. Conan ist nach links rausgegangen, nach Electrical, hat dann da seinen Killer getroffen und ich stand halt quasi oben vor der Tür. Okay. Ja, das hat uns jetzt nicht weitergebracht, ich wollte das noch einmal geklärt haben, danke. Ja. Also ich bin durch, ich kann irgendwie mit irgendwem mitgehen. Absafen. Nun gut. Nun gut. Ja, ich habe noch einiges zu tun. Aber als Geist geht's schneller. Oh, kann ich eigentlich, wenn ich jetzt haunte? Dann kann ich mit den Leuten zu meinen Tasks schneller gebracht werden, oder wie sehe ich das? Wäre ja eigentlich echt interessant, ne? Ich meine, wahrscheinlich ist man trotzdem schneller so, aber wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, es ist gerade jemand im Reaktor, man könnte sich zum Reaktor porten. Hätte was. Lol. Die anderen Tasten gibt es gar nicht, gibt nur die mittlere Reihe. 1, 2, 3, 6, 9, 10 und ich bin fertig. Ich bin durch mit meinen Tasks. So, jetzt kann ich haunten. Oh, Rasierer, geh da weg. Rasierer, geh. Ja. Wen killt er jetzt? Veggie? Wer killt Veggie? Er killt Veggie nicht. Er killt Rasierer. Xehan ist hinterher. Ich meine, es sind trotzdem drei übrig. Gut, Xehan guckt. Okay. Er hat keine Möglichkeit zu killen. Was macht er jetzt? Guckt hier rüber. Nice. Mir ist aufgefallen, dass Benny immer so komisch wegrennt, als will er nicht mit dreien zusammen sein. Ja.
Er hatte vielleicht Angst, dass unser Crewmate-Virus auf ihn überspringt oder so. So in etwa, ja. Ja. Ich will übrigens kurz anmerken, ich glaube, ich war die letzten 20 Runden oder so innocent. Ich glaube sogar noch länger. Weil du am Anfang so viel warst. Ja, als wir noch Hide and Seek gespielt haben. Ja. Ich glaube, seit wir das normale spielen, war ich ja, noch da nicht. Da ist der Algorithmus wieder komischer, was die Zuordnung angeht. Also, soweit ich weiß, war ich in der normalen Runde heute noch nicht Imposter. Okay. Also, vielleicht erinnere ich mich auch gerade falsch, aber es ich war auf jeden Fall. Aber auch? Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass du Imposter gewesen wärst. Kann mich nicht dran erinnern. Wird mal vielleicht Zeit. Ich kann zum Anfang mal. Wie habe ich nicht doch, in Erinnerung, dass du einmal ganz am Anfang warst? Ja, ich bin's jedenfalls. In der Runde, wo die Runde dann so schnell vorbei war. Genau, wo du dann Admin-Table gefunden hattest. In Nashville. Ja, aber das war doch in Hide-and-Seek-Modus, was die jetzt gerade erzählt haben. Jetzt ganz kurz klugscheißen. Muss ganz kurz klugscheißen, aber das mit dem Admin-Table war doch alles im Hide-and-Seek-Modus. So, wollte ich nur kurz sagen. So, Upload. Dann sind die Wartedinger schon mal weg. Zack. Auch wieder hell in der Zwischenzeit geworden. Du machst halt in Skeld machst halt irgendwie immer das Gleiche, ne? Weil es dann nicht viele verschiedene Tasks gibt. Also es gibt eigentlich schon verschiedene Tasks. Okay, wir haben mal ein Matbe. Aber die geht jetzt von selber nicht auf, oder was? Ich kann die nicht aufmachen. Okay, jetzt kann ich sie aufmachen. Okay. Aber da muss ich jetzt eine schnell drum kümmern. Benny ist on the run nach oben. Ich mal unten. Da ist Rasierer. Okay, Rasierer hat unten schon gedrückt. Okay, Benny ist gestorben oder was? Was ist los? Benny ist dahin gelaufen. Ja, das ist jetzt. Das ist so scheiße mit dem Pets. Ich kann dann irgendwie die Türen immer nicht immer aufmachen. Weil, wenn ich versuche, die Tür aufzumachen, dann hätte ich mein Haustier. Aufs Geld kannst du die Türen nicht aufmachen. Nee, das geht automatisch, habe ich auch gerade gemerkt. Genau. Echt? Ja. Das ist bei Polos und bei Airship, wo du die Türen aufmachen kannst. Aber Benny hat dann scheinbar schon alle anderen gekillt. Das ist krass, ich war der Letzte. Ja. Und Rasierer ich, war ich halt. Ich habe zuerst Zern in Lights gekillt. Dann habe ich gesehen, dass Rajin mich wenden gesehen hat. Ja. Zur Security. Dann habe ich alle Türen dort zugeschlossen und dann habe ich dich halt gekillt und O2 gedrückt. Und da war dann halt das Ende mit Connors Tod. Na krass, ich wollte nämlich erst unten drücken, nachdem ich gesehen habe, dass Benny nach oben gelaufen ist. Dann habe ich aber gemerkt, unten hat Rasierer scheinbar schon, weil da war schon ausgeschaltet. Also in Admin und dann bin ich hoch, aber dann war für mich fast klar, dass es Benny ist, aber ich habe nicht gedacht, dass schon alle anderen tot sind. Gut, jetzt weiß ich, dass ich anders spielen muss, dass die Türen viel gefährlicher sind als anderswo hier. Ja. Kurze Frage, Benny. Hattest du eigentlich extra noch eine Sekunde gewartet, um Reggie zu killen oder hast du ihn direkt nach Ende deines Kill-Cooldowns gekillt? Ja, direkt nach dem Ende. Ja, okay, gut, dann habe ich mich lächerlich verzählt, weil ich war Schutzengel. Und ich habe versucht, Reggie zu saven und ich habe irgendwie viel zu früh scheinbar auf Save gedrückt, weil so, als du ihn gekillt hast, war der Schutzschild schon wieder weg. Ja. Echt? Ja. Also? Ja, ich muss mich. Warte, wie lange ist hier gewartet? Seit 30 Sekunden. Ja, okay, gut, da habe ich in meinem Kopf das völlig falsch abgezählt, scheinbar. Ja, gut, passiert. Okay. Achso, wir sind bei 45 Minuten. Ich habe jetzt nochmal eine Runde gestartet. Ihr könnt ja sagen, ob ihr. Ja, drei doch. Gott. An den Part Schuss, erweitern wollen. Solange ich nicht Imposter bin, alles gut.
Xian gerne mal sein. So, ja, Xian hat wieder die Chance, Imposter zu werden. Oh, es geht direkt soundlaut los. Ich liebe es. Ba-ba-ba-ba-ba. Da habe ich letztens so ein schlechtes Meme-Video gesehen. Also, es ist halt. So, Anmachspruch bei McDonald's ist einer zu einer hingegangen. Und der hat es halt gefilmt. Der hat das dann, glaube ich, auf TikTok hochgeladen oder sonst wo, weil das ist bei so einer Meme-Compilation aufgetaucht. Und meint halt so zu der, ja, willst du mein McDonald's sein? Und die war halt so, hä? Was willst du von mir? Und er dann so, ba-ba-ba-ba-ba, ich liebe es. Also, aber, ne? Like, die war entsprechend auch verwirrt. Also, kam jetzt nicht so gut an. Willst du mein McDonald's sein? Weil man das halt dann liebt. Also, nee. Nee. Ich finde allgemein, das finde ich total... Ich meine, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht der Typ für. Aber das finde ich super weird, einfach irgendwie fremde Menschen anzusprechen. Nee, also bin ich einfach nicht der Typ für. Ich meine, klar, wie will man sonst jemanden wirklich kennenlernen, dem man halt jetzt, keine Ahnung, so die Person gefällt dir, wenn du die siehst und ja, dann musst du die halt irgendwie anquatschen. Aber ich bin da nicht der Typ für. Und das dann auch noch auf so eine weirde Weise. Ich käme mir auch total blöd vor, wenn mich jemand einfach anquatschen würde. Like, privat, so, keine Ahnung. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Security ist was aufgetaucht. Das ist das letzte Y-Wing, ne? Jo. The last Y-Wing. Wollen wir mal ganz kurz hier durchgucken? Da sehen wir tatsächlich Benny. Interessant. Okay, so viel dazu. Okay, ich kann protecten. Wo ist der? Ich muss aber... Ah! Na, okay. Ich kann im Moment nicht protecten. Okay. Er liegt bei Security vor den Cams. Und ich habe eine große Vermutung, dass es Benny ist. Weil Xehan und Rasira eigentlich die ganze Zeit bei mir rechts waren. Schwierig. Schwierig. Und Benny habe ich zuletzt in Storage gesehen. Schwierig. Ich habe Benny auch zuletzt in Storage gesehen. Ich will kurz anmerken, der Kill kann noch nicht lange her sein, weil ich bin Wissenschaftler und Conan hat noch gelebt vor, ich sag mal, 15 Sekunden. Okay. Ja, dann kann es eigentlich wirklich nur Benny sein. Schwierig. Nee, weil ich bin jetzt gerade in Cafeteria. Und ich habe eine blaue Person gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Bank. Ja, aber ich weiß, als ich Colin Electrical zuletzt gesehen habe, aber danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich bin dann zu Storage, habe ich Wires gemacht, dann bin ich zu Weapons und da habe ich die andere Taste gemacht. Also wenn sie Benny raushauen, haben sie ein Problem. Fall. Kann Rasierer da hingekommen sein, bevor jetzt genau da... Weißt du schon, du kannst von Medbay und Electrical aus wenden zur Security. Ich muss gerade überlegen, wo habe ich Rasierer hingehen sehen? Ich meine, ich habe ihn bei Navigation gelassen, oder nicht? Also bei Navigation war ich gerade in der Ecke, da habe ich Rasierer nicht gesehen. Oh mein Gott, gut, dass Xehan gesehen. Oh mein Gott. Ich habe zuletzt, nur dich und Benny bei Storage gesehen. Gut, dass Xehan geskippt hat. Ich muss ganz schön meine Tasks zu Ende machen, weil der Schutz ist. Du hast dich entmutet. Scheiße. Conan. Ich muss ganz schön meine. Er hat sich wieder gemutet. Wieso hab ich. Wann hab ich mich denn. Hä? Wann habe ich mich denn entmutet? Hä? Was? Ja, aber jetzt muss ich... Ja, jetzt bleibe ich an dir dran, mein Freund. Oder auch nicht. Scheiße, wo ist der hin? Der kann doch nur hier... Hä, wo ist der raus? Ich meine, ich habe jetzt 27 Sekunden, die ich... Er ist Xehan? Aber wo ist der? Hä? Wo ist der? Ich habe ihn verloren, das gibt's doch nicht. Oh, das ist doch scheiße. Aber jetzt mache ich erstmal den zu Ende.
Der ist klar. Nein, das ist mein Task, ist der letzte, der fehlt. Das wissen wir, aber wir haben auch nur einen Task, also. Ja. Ich glaube, es ist Conan. Up to you. Up to you. Ich hab Skip gewotet, ich will über Task gewinnen. Okay. Wow. Mit dem Self-Vote, sehr schön, sehr schön. Ey, wenn jetzt die Zeit von mir neu losgeht, dann haben die ein fettes Problem, ne? Ich war bei 4 Sekunden runterzählen. Ich hoffe, das bleibt bei 4 Sekunden runterzählen. Okay, Gott sei Dank. Jetzt war Rasierer? Okay. Was? Wann habe ich denn mich entmutet? Das war ja scheiße. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil du ja schon lange tot warst. Und du während der Runde warst du auf jeden Fall gemutet. Ja, also während der Diskussion. Verstehe ich jetzt auch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was habe ich denn erzählt, als ich gemutet war? Entmutet. Original, dass ich Imposter bin. Nee, du hast gesagt, ja, zum Glück habt ihr geskippt. Nee, zum Glück habe ich geskippt, also Cian. Ja. Hat er genau gesagt. Ja. Ah, oh ja, scheiße, sorry. Ja, ist gut. Ich glaube, dass der Fall war eh relativ klar. Ja, ich dachte, Rasierer hätte nicht dahin kommen können, aber dann ist mir doch aufgefallen, warte doch, hätte er theoretisch schon. Ja, aus meiner Perspektive war es tatsächlich eher Rasierer, weil ich eher mit Benny und mit dir zusammen war und Rasierer länger nicht gesehen hatte. Also aus meiner Perspektive war es auch Rasierer. Ja, gut. Danke aus meiner auch. Ich habe jetzt halt am Ende gesehen, weil in Mad Bay der Ment aufgegangen ist und da dann Herr Rasierer entgegengekommen ist, dachte ich mir sicher, dass... Ach, ich hätte gerne noch Schutzengel. Ich zustoßen. Leider konnte ich nicht mehr Schutzengeln. Okay. Next. Na, Gott, meine Stimme möchte auch Pause machen, glaube ich. So. Aber ich möchte auch noch mal impostern. Aber dann mutest du dich besser. Oh mein Gott, was? Das ist jetzt nicht so gut. Okay, wir starten mal mit dem Müll hier. Wir bleiben jetzt erstmal schön entspannt hier oben, machen hier Müll. Machen hier Download. Wo kann ich mich denn jetzt hier shiften? Das wäre jetzt eine gute Frage, ne? Wo ich mich hier shiften könnte. Das ist scheiße. Hä, sieht der mich nicht? Rennt der mir hinterher jetzt, oder was? Rennt er mir hinterher, um zu sehen, wann ich, in wen ich mich zurückverwandle, oder was? Okay. Interessante Idee. Das ist nicht so gut. Okay, er legt den O2 und ich kann Rasierer zu 90% klären. Ich hab versucht. Rede erstmal weiter, sorry. Also ich bin Scientist und er ist gestorben, kurz bevor ich zu Rasierer gestoßen bin. Ich glaube, es gibt ein Vent zwischen O2 und Admin. Also ich bin ihm Admin begegnet, oder? Warte. Okay, kurz, Rasierer, hast du auch Reggie gesehen? Ich habe Reggie auch gesehen, ja. Alles klar, dann ist es Conan. Weil, ich kann das begründen, ich habe den Kill gesehen. Und zwar war das wieder so eine Situation, da hat Benny gekillt. Und ich habe den Fake-Benny über die halbe Karte verfolgt, weil ich versucht habe, den zu enttarnen. Der ist nur leider erfolgreich vor mir abgehauen. Der ist am Ende in Security in den Vent gesprungen. Aber wenn du während dieser Zeit, also kurz bevor der quasi reported wurde, wenn ihr euch gegenseitig gesehen habt, dann wart ihr es beide nicht, dann muss es Conan gewesen sein. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir sind uns in Admin begegnet. Ich bin ja den ganzen Weg rumgelaufen zu O2. Doch, also, wann war das? Wann war das in etwa? Ja, wie lange braucht man da? Also, ich. Keine Ahnung. Mein Zeitgefühl wieder. 30 Sekunden. Und wo habt ihr euch nochmal gesehen? In Admin.
Kann der von da? Nee, also der ist in Security in den Vent gesprungen. Von Security, von dem Vent aus kommst du nur nach Medical oder nach Electrical. Ich glaube, er ist mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich in Electrical rausgekommen, weil ich bin also aus Security rausgerannt und dann nach oben rumgerannt und da habe ich keinen mehr gesehen. Und ich wollte nämlich gerade zu dem Knopf gehen, weil ich das auflösen kann wollte, also weil auch, ich das reporten wurde. Also ein Benny ist in Security, also ein Benny hat einen Benny gekillt. Genau, Benny hat Benny gekillt. Und dieser Benny ist in Security in den Vent. Genau, ich habe den um die halbe Map verfolgt und der ist in die Security in den Vent gesprungen, bevor er sich wieder zurückverwandelt hat. Ja, aber er kann doch auch bei Security aus dem Vent wieder rauskommen. Ja, das kann sein. Also es kann sein, dass er im Vent geblieben ist. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn wenn deine Gestaltwandlung abläuft und du gerade im Vent bist, ob du dann aus dem Vent rauskommen musst oder nicht. Ist ja auch Wumpe. Also das klingt auch ziemlich Worte, Conan. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Conan ist. Okay, ich skipp mal lieber. Das reicht leider nicht. GG. Also das wäre schon extrem knapp gewesen, wenn der es noch geschafft hätte, aus dem Bett rauszuspringen und wieder nach Padmin zurückzulaufen. Und okay, gut. Okay. Wenn du Shapeshifter bist und im Vent bist und die Zeit umgeht, du bleibst im Vent. Man muss sich bloß, dass du dich zurückverwandelst. Ja. Ja, okay. Korrekt. Ich bin tatsächlich bei Security wieder raus. Nachdem ich gesehen habe, dass du abhaust, habe ich gedacht, okay, gehe ich zu Security raus wieder. Okay. Weil das Problem war, ich wollte natürlich bei Electricity raus, da war aber eben Dings schon am Werkeln. Ich dachte nur, ich war diesmal geistesgegenwärtig genug, um den mal nicht direkt zu reporten, sondern den offensichtlichen Shapeshifter mal zu verfolgen. Ja, war eine gute Idee. Hat mich leicht überfordert. Es war aber auch stark geplayt. Weil Conan hat mich als erstes getötet und dann geshapeshiftet. Ja, aber ich hatte genau, und dann kam ich um die Ecke so quasi. Ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass Xian da gleich rumkommt, das war schlecht. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, dass er nach Navigation gegangen ist. Und dachte mir so, ja komm, geh zurück. Aber da habe ich meine Imposter-Runde noch bekommen, naja. Ja, ich noch nicht. So. Ja, wir spielen jetzt noch, bis Xian Imposter war. Oh Gott. Hilfe. Na, vielleicht auch nicht. Dann geht der Fall erst 3 Stunden. Genau. Jetzt jedenfalls schon mal nicht. Ja, aber ja, das ist mein. Meine Imposter-Ones sind immer so glückbasiert. Weil ich mich zu viel auf so Geschichten verlasse. Nach dem Motto, wird schon gut gehen. Und mal geht's halt gut und mal nicht. Na. Schmeißt man schon wieder einen Kristall weg? Was soll das denn? Also Benny hat jetzt schon einige Möglichkeiten, mich zu... Oh, okay. Interessante Zusammenstellung. Wir haben nur noch die 2 Sachen in Electrical. Gut, davon sind natürlich 3-mal Wiring. Okay, das... Ja, das baut sich noch ein bisschen woanders hin auf. Aber ansonsten sind wir durch. Ja gut, jetzt... Wo ist der hin? Ich mach den gleichen Move. Der ist, dann ist er oben raus. Wir haben auf jeden Fall einen Shapeshift. Okay, ich gehe hier hin, ist mir egal. So, das könnt ihr jetzt wie einen Leichenfund machen. Die Leiche von Xehan liegt unter Electrical und in Electrical ist ein Xehan in den Vent gegangen. Ich wollte den verfolgen, aber hat nicht hingehauen, jetzt habe ich lieber den Knopf gedrückt.
Vor wie vielen Sekunden ungefähr? Bitte? Jetzt gerade oder? Ja, 15 vielleicht. Also, Ja, wie okay, dann gesagt, ich ist war, Reggie, du weil musst dir. da. Ja, okay. Wie kommst du Weil drauf? es ist Reggie, weil Rasierer ist mir gerade immer entgegengekommen. Okay, ich weiß nicht, warum du mich verdächtigst. Erstmal, ich bin Ingenieur und ich habe im Vent gesehen, dass Conan ungefähr zu der Zeit, wo er das gesagt hat, in Electrical war. Also ich verdächtige gerade Conan. Ich bin's nicht. Ich sehe, pass auf. Ich stehe in Also es war auf Electrical. jeden Fall ein Conan in Electrical vor Ja, 40 Sekunden richtig. Ich ungefähr. war gerade in Electrical. Ich erzähle Ah, jetzt okay. genau, wie es war. Ich war in Electrical. Ich habe der Task gemacht, dann mache ich Task weg. Sehe noch im Augenwinkel, wie ein Xehan im Vent verschwindet. Denke mir halt erstmal so, okay, Xehan könnte theoretisch Ingenieur gewesen sein, laufe aber aus Electrical raus und dort liegt eine Leiche von dem Xehan. Dann habe ich halt Ah, versucht, okay. den zu schauen, ob ich noch rauskriege, wo der jetzt aus dem Vent rauskommt. Bin erstmal kurz zur Security rein. Da war halt keiner. Bei Medbay bin ich auch rein, da war keiner. Dann bin ich in die Cafeteria, habe gedacht, ich drücke lieber mal den Knopf. Und da kam mir dann auch noch gerade Benny zufällig entgegen. Aber Also ich, das war jetzt die genaue Reihenfolge. also als ich da gewendet bin, war ich in Security ursprünglich. Ich habe auf die Kameras geguckt. Da habe ich eigentlich, ich glaube, Benny und Rasierer gesehen irgendwo. Ich weiß aber nicht mal wo genau. Da bin ich in den Vents gegangen. Da habe ich Conan in Electrical gesehen, wie er da still stand. Ich bin dann zu Medbay gewendet. Da war sonst, also ich bin dann sonst auch Oder niemand habe mehr ich dich dann begegnet. in den Wänden? Nee, das kann doch nicht sein. Der war hellblau. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich war mal, also ich war in einem Vent, aber ich bin im Medbay rausgegangen. Okay, nee, Also ich bin mir du kannst mich eigentlich hundertprozentig nicht einig. gesehen Also, haben. Du warst auch außerhalb des ich Vents. bin mir sicher, dass ich einen hellblauen gesehen habe, in Van verschwindet und dann lag Xehan draußen tot. Was haben wir denn, Shapeshifter? Ja, das kann sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil Rasierer ist jetzt, glaube ich, erst vor 20 Sekunden reingekommen, weil er kurz aufs Klo war. Stimmt das? Stimmt, ja, ich hab fast gar nichts mitbekommen von der Runde. Okay, also, Okay. Benny verdächtigt Reggie. Ich bin mit meinen Tasks gleich durch, so, dann ist es mir theoretisch egal. Aber. Reggie. So, ein Task noch, dann bin ich durch. Ah, ist bei Security, okay, muss ich bis rüber wieder. Dann kann ich aber kurz gucken, ob hier jetzt mittlerweile eine Benny-Leiche liegt. Nee, tatsächlich nicht. Hier alles safe. Auch alles safe. Dann ist hier mein. Okay, beide sind hier. Reggie kam gerade. Okay, es sind weder. Okay, ja, alles klar, Rasierer. Kann ich nochmal Dings drücken? Nee, kann ich nicht, ne? Ich kann nicht mehr. Okay, wow, zum Glück. Ja? Es ist doch Was? Rasierer. Ach, wie kommst du denn Ganz darauf? offensichtlich, ja. Ach so. Hä? Wie geht das? Ganz offensichtlich ist es Rasierer. Puh, ja, habe ich mal, aber ich. Trotzdem auf dem Klon, habe die Hälfte der Runde nicht mitbekommen. Und ich komme in mein Zimmer und sehe, ich bin Formwandler. Ich dachte mir, oh fuck. Ja, okay. Lol. Also, ich. Aber ist natürlich gut, wenn von vier Spielern drei beisammen sind und zwei davon sind Conan. Ich habe die Runde völlig falsch gesehen. Aus meiner Perspektive, also ich dachte wirklich, es wäre Conan gewesen. LOL! What? Weil ich muss irgendwas falsch gesehen haben. Also aus meiner Perspektive sah es so aus. Ich bin gestorben. Ich bin getötet worden von einem anderen CH-Nord. So. Und ich dachte, ich hätte gesehen, dass der nach Electrical hochgegangen wäre, sich dort zurückverwandelt hat und dann Conan von oben runterkam und mich und dann die ganze Zeit den anderen CH-Nord verfolgt hat. Aber nee, dann muss ich's, dann habe ich es falsch gesehen, habe ich wahrscheinlich genau die eine Sekunde, wo ich dachte, wo er sich verwandelt hätte, nicht gesehen oder das war es einfach wirklich du, der runtergekommen ist. Das war ich, der runtergekommen ist, ja. Ja. Ich hab ja gesehen, wie der andere Xehan eben in dem Vent verschwunden ist. Aber gerade so Okay. noch aus dem Augenwinkel. Ja, okay, ja, okay, ich verstehe. Der andere Zern ist hochgegangen, wir sind in den Vent verschwunden, dann kamst du runter. Okay. Genau.
Ja, okay, dann ist das da die eine Szene, die ich nicht gesehen habe. Okay. Ja, die Ja, kannst du dann krass. ja auf dem Video nachgucken. Ja, okay. Ja, mea culpa, ich dachte wirklich, du wärst. Nee, alles gut. Ich war aber wirklich komplett verwirrt. Aber ich war jetzt So. tatsächlich auch so ein bisschen, ich versuche Reggie aus dem Weg zu gehen, weil der Verdacht von Benny klang schon auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen, aber ja. Verdacht geäußert, hä? Also er hat gesagt, ja, ich bin's, aber ich glaube, er hat keine gute Erläuterung gegeben. Nee, nein. Ja, weiß ich auch nicht. Hätte er klappen können. Aber gut, ich meine, ich wäre ja vom toten Xian auch verdächtigt worden. Insofern hat Rasierer das gar nicht mal so schlecht gemacht am Anfang. Das war mehr Glück als Verstand. Nur dann natürlich als Doppelgänger in die Gruppe von drei Leuten zu rennen, da ist dann schwierig. Ja. Dann geht das Ausschlussverfahren. Aber ich konnte, zum Glück ist Reggie hinterher und hat den Knopf gedrückt. Ich konnte ja nicht mehr drücken. Ich habe noch versucht, die Türen zuzumachen, aber ich war, glaube ich, zu spät dran. Ja. Ja. So ein Mist. Warum kannst du ihn nicht mehr drücken? Hast du nicht schon gedrückt davor? Ich hatte ja, Ach mein so, ja, Report war ja stimmt. deswegen. Damit habe ich Ich ja hab. nicht Xian reportet, sondern ich habe ja den Ich hab. Emergency-Knopf gedrückt. Ja, ich hab mich gewundert, warum drückt der Sack nicht, aber okay. Ja, genau, ich konnte nicht. Okay, wollt ihr noch eine Runde oder Ja, wie bis sieht's Xeon aus? dran kommt. Ich wollte auch gerade sagen, ich war immer noch nicht Imposter, die ganze Runde noch nicht, die Okay, ja, ganze wir sind bei einer Mission noch Stunde nicht. sechs. Also ihr seht an der Partlänge, ob Xeon jetzt Imposter ist oder nicht. Genau. Ne? Sie sehen hier einen kurzen Cut. Und er ist es. So. Reggie, please be nice to me. Okay, Reggie ist nice gewesen. Gut, dann kann man gleich zu Storage weitergehen. Benny geht unten längs. Okay, jetzt geht's. Ach komm, wir gehen. Toll. Okay. Meltdown. Einer muss hoch. Ja, Leute, so wird's nix. Ja, das wird jetzt schwierig, ne? Oh mein Gott, das war knapp. Sheesh. War mal ein interessantes Muster. Ah! Da oben ist noch was. Okay. Okay. Ich habe eine Frage an Rasierer. Warum hast du die Leiche nicht reportet? Wo ist die? Moment, da muss ich mal eben in Spielinformation gucken. Ich habe es auf der Kamera gesehen, dass da eine Leiche lag und dass Rasierer gerade ankam, aber das war der Bildschirm oben links. Das müsste bei Navigation O2 sein, glaube ich, die Ecke. Bin gerade nicht bei Navigation Meister. Aber wir waren doch zu dritt beim Reaktor. Du, ich und Conan. True. Und zwei waren nicht beim Reaktor. Und Das war Benny ist Cyanord tot. und Benny.
Das stimmt natürlich. Schlussfolgerung, also, Xehanort ist der Mörder. Nein. Wir haben das Part-Ende erreicht. Ja, doch. Ja, ich glaube schon, weil es war auf jeden Fall etwas mit vielen geschweiften Gang und so. Und die Frage ist, kann man als ein Shapeshifter, der dann gerade blau. Die Frage ist, also ich war nicht beim Reaktor. Ich war am Ende, als ich gesehen habe, dass irgendwie nur 10 Sekunden auf dem Reaktor ist, schnell auf dem Weg dahin. Aber dann hat die Gott sei Dank jemand anders ausgemacht. Aber es stimmt, dass Benny und Xehan, meine ich, an dem Download-Panel oder Upload-Panel bei Admin waren. Genau. Als dieses Reaktor-Ding losging. Dann bin ich zu Reaktor, bin runter und hab die Zeit panisch angeschaut. Kam dann Rasierer und hat noch gerade das Ding gestoppt. Das ist richtig, ich stand da, ich hatte Benio und noch irgendwen zum Reaktor abstratzen sehen. Deswegen dachte ich so, alles klar, das sind ja zwei, dann kann ich mit meinen Tasks weitermachen. Und da hatte ich noch schön, war ich noch schön in Electrical drin gewesen und war dann gerade auf dem Weg nach Weapons oben rechts, glaube ich, gewesen, um da die Asteroiden abzuschießen. Ich habe auf dem Weg niemanden gesehen, weil und ja, wo soll die Leiche liegen? Wo soll die Leiche liegen? Also es war der Kamerabildschirm oben links und ich meine, das war das zwischen Navigation und O2. Es kann sein, dass das Admin war, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das war das ganz rechts. Ich kann euch noch was verraten. Und zwar, ich bin Wissenschaftler. Und ich habe, bevor ich den Alert gedrückt habe, nachgeschaut, da haben noch alle gelebt. Und nachdem ich den Alert gedrückt habe, war Benny tot. Ja, per Ausschlussverfahren war es Xehan. Also, und ich würde es ihm auch wünschen, weil er wollte ja endlich mein Imposter sein. Genau. Also ich. Okay. Wenn das jetzt nicht war, dann ist natürlich schlecht. Tut mir auf jeden Fall leid, falls das ist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Habt ihr richtig deduziert? Ich bin sogar extra noch als Rasierer rumgelaufen, das ist richtig, damit das ein bisschen. Ich war tatsächlich Shapeshifter. Ich war möglichst wenig ich selber, damit ich einfach. Falls jemand auf die Kameras guckt oder so, man andere Leute sieht, aber. Ihr seid nicht drauf reingefallen, leider. Ja, er hat ein gutes Alibi. Ja, alles gut. Ich hatte nicht so viel Angriffsfläche gehabt, weil ihr jetzt ja sowieso davon ausgegangen seid, dass ich es wahrscheinlich bin, also. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte auch so ein bisschen den Wunsch, weil du ja endlich Imposter werden wolltest. Ich gedacht, hey, komm. Ja, ich hätte aggressiver spielen müssen. Ich hätte nochmal so eine richtig geile Shapeshifter-Runde hinkriegen müssen, wo ich einfach, keine Ahnung, komplett dämlichen Kill mache und es ist halt aber auch gar nicht so einfach als Shapeshifter. Du brauchst erstmal den Punkt, wo du dich verwandeln kannst. Du brauchst einen Punkt, wo du dich zurückverwandeln kannst. Es ist schon stressig. Es ist schwierig, den gut zu spielen, ja. Ja, ich glaube, ich habe bisher auch erst ein oder zwei Runden gespielt, wo ich dachte, boah, da habe ich wirklich einen guten, also was Gutes gemacht als Shapeshifter, weil sonst die Rest der Zeit war immer nur scheiße. Ja. Na gut. Aber dann sind wir am Partende angekommen. 1:13 Juhu. Ist dann auch gut für den letzten Part. ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Hoffe, die letzten Among Us-Runden haben euch soweit gefallen. Auch wenn wir nur in Anführungszeichen zu 5 waren, aber es sind ja doch trotzdem ganz schöne Runden dabei rausgekommen. Ich möchte viele Grüße an Robio ausrichten, der das wahrscheinlich sehen wird. Richtig. Ja. Von mir auch. Und es wird auf jeden Fall immer mal wieder so ein bisschen Among Us geben. Schön natürlich, wenn mehrere mitspielen, aber das lässt sich halt nicht immer einrichten. Und ja, danke fürs Zuschauen. Die Zeit ist vorbei, leider. Und tschüss. Aber hoffentlich. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.